Lieben, wer meinen Vlog am Dienstag gesehen hat, der weiß ja schon, dass es bei mir in nächster Zeit mit Videodrehs ein bisschen eng wird. Und ich habe mir gedacht, ich habe ein paar Sachen bei Amazon bestellt. Es sind jetzt nicht alles zwingend Bücher, es sind aber auch drei Bücher dabei, die ich bestellt habe. Und ich zeige euch einfach mal meine Bestellung, was ich so bestellt habe und mache ein Unpacking so mal im Allgemeinen. Und kann ich ja da mal kurz zeigen, was ich bestellt habe und wieso ich das bestellt habe. Und ja, darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ich würde sagen, die Bücher heben wir uns für den Schluss auf. Ich hatte ja gehofft, dass das vierte Buch, was ich gekauft habe, auch noch kommt, aber das ist leider noch nicht da. Das habe ich bei Medimops bestellt und das war der dritte Teil der Amo-Trilogie Requiem. Ich kann es euch ja einfach mal sagen. Und ja, damit ich diese Reihe einfach mal komplett habe, das ist ja immer, wenn ich mal ein bisschen zu Geld komme, was ich mal ausgeben kann, gucke ich ja, dass ich halt meine Reihen irgendwie voll kriege. Und ja, ich hatte noch einen Gutschein bei Amazon, wie gesagt, noch ein bisschen Geld übrig und deswegen habe ich ein bisschen geshoppt und habe so hier so zwei, drei kleinere Sachen gekauft und sowas gekauft und wie gesagt, ein paar Bücher hier, die sind hier in dem Paket, die habe ich auch noch gekauft. Das packen wir jetzt einfach mal aus und ich würde sagen, wir fangen mit dem Kleinsten einfach mal an und gucken mal, was da so drin ist. Ich habe nämlich auch nicht wirklich eine Ahnung, was jetzt hier genau so drin ist. Also ich weiß, was ich bestellt habe, aber das lief über den Marketplace und verschiedene Händler. Und ja, schauen wir einfach mal. Und das erste sind die Lesezeichen, die ich bestellt habe. Das ist sehr, sehr cool. Das ist passend zum Thema. Und dann schauen wir uns die Lesezeichen einfach mal an. Rückseitig sind diese Lesezeichen ganz, ganz einfach und schlicht. Aber die sehen halt von vorne ein bisschen bunt aus und da steht halt was drauf. Dann so, jetzt seht ihr selber. Some stories stay with us forever, wie ich es auch in meinem Kanalbanner habe. Dann haben wir hier noch, ich bin ein Kettenleser, das fand ich auch ganz witzig. Dann haben wir hier noch ein Franz Kafka Zitat. Das möchte ich jetzt nicht nochmal vorlesen, das kriege ich jetzt so rückspiegelig nicht auf die Reihe. Und ja, und dann habe ich hier noch das hier, nur noch ein Kapitel. Und die fand ich ganz, ganz süß und habe gedacht, ja, Lesezeichen kann man immer gebrauchen. Ich glaube, die vier Stück haben jetzt 2,99 € oder so gekostet, versandkostenfrei. Und ich dachte mir, für Instagram-Fotos oder so kann man ja auch mal Deko gebrauchen. Und deswegen fand ich diese Lesezeichen gar nicht schlecht und habe die mir bestellt. Und ja, sie sind jetzt da und ich freue mich. Und das war das Erste, was in diesem kleinen Päckchen hier drin war. So, machen wir das nächste Päckchen auf. Und auch hier habe ich wieder Deko für Instagram. Und zwar ist das so eine Applikation von Fasanenfedern. Seht ihr das? Ja, ne? Die habe ich mir auch so bestellt, so für Fotos, wenn man die halt macht, dass man so ein bisschen Deko hat zum Drumumlegen. Das passt ja manchmal doch ganz gut und ja, habe ich mir noch mit bestellt, fand ich ganz cool. Bin ich, sieht dann immer sehr, sehr nett aus. Ich hatte mir noch ein bisschen was anderes an Deko bestellt, aber das ist noch nicht da. Also wenn ihr wissen wollt, wie ich so Instagram-Fotos mache, schaut auf jeden Fall mal auf Instagram vorbei. Da stelle ich ab und zu auch mal ein Foto von Büchern und mir so online, also wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja dort folgen. Wenn nicht, dann ist das auch nicht schlimm. Dann habe ich noch das hier bestellt. Da habe ich mich schon sehr, sehr gefreut. Wer mir auf Instagram folgt, weiß schon, was da drin ist. Denn ich werde garantiert in der Zwischenzeit schon ein Foto davon online gestellt haben. Und zwar habe ich mal zur Erweiterung meiner Funko-Pop-Sammlung mir mal ein paar Funko-Pops gekauft. Ich hatte ja letztes Jahr mir den Baby Groot gekauft, den Guardians of the Galaxy. Und habe dann so gedacht, so, boah, ja, irgendwie ist der Funko immer noch alleine und der braucht irgendwie mal Gesellschaft. Und ich liebe ja Marvel. Und ich liebe die Marvel-Filme. Und da ich ja jetzt quasi mit Groot letztes Jahr angefangen hatte, die Funkos von Guardians of the Galaxy zu sammeln, dachte ich mir, sammelst du mal weiter Guardians of the Galaxy und machst die erstmal alle komplett. Und habe mir bestellt Papier. Nein, Papier habe ich mir nicht bestellt. Ich habe mir bestellt Gamora. Es reflektiert sehr. Ich glaube, so könnt ihr sie erkennen. Hier hinten den Star-Lord habe ich jetzt schon noch und Groot habe ich. Und ja, ein paar andere fehlen noch. Die möchte ich aber auf jeden Fall auch noch haben. Und ich freue mich. Ich werde jetzt Funko Pops sammeln, ganz, ganz fleißig und meine Sammlung vergrößern. Juhu! Ja, ich habe diese Macke auch mit den Funko Pops. Und ich musste bei Amazon anrufen, weil mit meinem Star-Lord Funko Pop irgendwas nicht gestimmt hat. Und die Frau am Telefon meinte, was ist denn das? Das habe ich ja noch nie gesehen. Die Dame kannte keine Funko Pops. Und da kommt man sich immer schon sehr nerdig vor, ne? Wenn man dann so da am Telefon hängt. Aber ja, ich fand die ganz, ganz süß und ich musste die haben. Und wie gesagt, ich gucke jetzt, dass ich erstmal meine Guardians of the Galaxy voll kriege. Und danach überlege ich mal, was ich dann weiter sammle. Vielleicht Thor oder Captain America oder so. Mal gucken. Ich liebe, liebe, liebe Marvel-Filme und deswegen
Hihi. Ich freue mich, die kommen da gleich mit ins Regal rüber zu den anderen beiden. Damit wären wir dann bei dem letzten Paket und zwar ist das dieses hier. Das sind die Bücher, die ich bestellt habe. Und auf die freue ich mich schon so unglaublich. Das eine Buch möchte ich eigentlich heute noch anfangen zu lesen, was hier drin ist. Aber eigentlich müsste ich auch endlich mal das Gläserne Schwert anfangen zu lesen. Das liegt hier schon seit Tagen rum. Ihr seht es hier im Hintergrund. Da. Und möchte gelesen werden. Und ja, mal gucken. Gucken, was mein Kopf sagt, was ich gerne haben möchte an Lesestoff. Und ich zeige euch aber erstmal die Bücher, die ich gekauft habe. Und das erste puzzelt mir hier schon so entgegen. Und zwar habe ich mir bestellt Rock My Heart von Jamie Shaw. Das ist der erste Teil dieser... Oh Gott, ich habe es in meinen Neuerscheinungen schon nicht hingekriegt, diese Reihe auszusprechen. The Last Things You Know oder sowas heißt die Reihe. Und ich hatte die Bücher jetzt erst entdeckt. Also ich hatte sie über Rezensionen und sowas gesehen und bin dann auf die Bücher gestoßen und dachte schon, könnte was für mich sein. Ich habe natürlich immer etwas länger gebraucht, um auf diese Bücher aufmerksam zu werden. Und ja, dachte mir, ich fange mal mit dem ersten Teil an und habe mir deswegen Rock My Heart jetzt gekauft. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf dieses Buch. Es geht hier um eine Band und im ersten Teil geht es um Rowan Michaels und ihre Freundin Dee. Und als diese zu einem Konzert der Band The Last Ones to Know in den angesagtesten Club der Stadt gehen, tut Rowan, ihr Freund Brady, ihr die Laune dort ziemlich versauen, weil dieser mit einer anderen Frau knutscht. Und dann steht da, noch vor Beginn des Konzerts flüchtet sie nach draußen und trifft dort auf Adam Everest, den unglaublichen heißen Sänger der Band. Sie lässt sich zu einem Kuss hinreißen, einen Kuss, der ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Und ich finde, das klingt doch nach einer schönen Liebesgeschichte. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und freue mich, dieses Buch zu lesen. Der zweite Teil heißt Rock My Body, ist auch schon draußen. Und der dritte Teil heißt Rock My Soul und kommt jetzt im Juni raus. Und ja, ich werde euch berichten, wie mir das gefallen hat. Ich habe mir noch ein Buch gekauft, das auch schon seit einer ganzen Weile auf meinem Wunschzettel steht. Und zwar Water on Air von Laura Kneidl. Und dieses Buch ist ja ein Einzelband, wenn ich mich recht entsinne. Und es ist eine Fantasy-Geschichte und ich mag ja den Schreibstil von Laura Kneidl total gern. Ich fand ja die Elemente der Schattenwelt-Reihe total toll. Ich mochte Light and Darkness von Laura Kneidl auch sehr und ich freue mich auch schon auf ihre New Adult-Bücher, die sie rausbringt. Und ja, wollte Water on Air unbedingt lesen und in diesem Buch geht es um Folgendes. Ich werde euch mal ablesen, damit ich nicht zu viel Blödsinn rede. Und hier steht, seit dem Anstieg der Meeresspiegel leben die Menschen in Kuppeln, unter Wasser oder in der Luft. Mit ihren 18 Jahren hat Kenzie noch nie die Sonne gesehen und ihr Leben in der Wasserkolonie unterliegt strengen Normen. Schließlich hält sie es nicht mehr aus und flieht in die Luftkolonie, um dort einen Neuanfang zu wagen. Doch dann wird sie zur Hauptverdächtigen in einer mysteriösen Mordserie und nur Callum mit dem geheimnisvollen Lächeln hält zu ihr. Aber nicht nur den beiden droht Gefahr, auch das Schicksal der gesamten Kolonie steht auf dem Spiel. Packend romantisch mit einzigartigen Schauplätzen. Ah, der neue Roman von Laura Kneidl. Ach ja, ich freue mich so. Und ja, das Buch habe ich mir mal noch gegönnt. Das, wie gesagt, wollte ich schon sehr, sehr lange haben. Und das werde ich im Oktober auf jeden Fall mit auf die Messe nehmen, in der Hoffnung, dass ich Frau Laura Kneidl nochmal zum Signieren erwische irgendwo. Und ja, das dritte und letzte Buch, was ich mir bestellt habe, werde ich heute höchstwahrscheinlich schon anfangen zu lesen. Und ich habe mich wirklich schon sehr auf dieses Buch gefreut. Und zwar habe ich mir bestellt Feel Again von Mona Kasten. Das ist der dritte und letzte Teil der Again-Reihe. Und in diesem Buch geht es um Sawyer und um, wie hieß er noch gleich? Isaac. Und die beiden, ich glaube, das wird eine tolle Geschichte. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz tolle Geschichte. Meine Arbeitskollegin hat das Buch schon gelesen und sie hat schon sehr geschwärmt von dieser Geschichte. Und ich lese euch auch hier mal vor, worum es in diesem Buch geht. Sawyer Dixon ist jung, tough und eine Außenseiterin. Seit dem Tod ihrer Eltern lässt sie niemanden an sich heran. Das ändert sich, als sie Isaac Grant kennenlernt. Mit seiner Nerdbrille und den seltsamen Klamotten ist er eigentlich das genaue Gegenteil von Sawyers üblichem Beuteschema. Doch als Isaac, der es satt hat, Single zu sein, sie um Hilfe bittet, schließen die beiden einen Deal. Mein Karton ist gerade runtergerutscht. Sawyer macht aus Isaac einen Bad Boy und darf dafür seine Entwicklung als Fotoprojekt für ihr Studium festhalten. Aber Sawyer hat nicht mit ihren intensiven Gefühlen gerechnet, die zwischen ihr und Isaac hochkochen. Und ich finde, das klingt ganz, ganz toll. Man kennt die beiden schon aus den vorherigen Bänden, also aus Trust Again und Begin Again. Begin Again, ja doch, aus Begin Again kennt man Sawyer auf jeden Fall auch. Und ja, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte und ich glaube, deswegen werde ich die auch heute schon noch anfangen zu lesen. Oder doch, das Gläserne Schwert.
Aber ich glaube, viele Gen wird gewinnen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr auf die Geschichte. Und ich finde ja auch, dass die Autorin, also Mona, da einen riesen Sprung gemacht hat vom ersten zum zweiten Teil. Der erste war noch sehr kitschig und überladen mit Klischees und ach, das war einfach von allen zu viel. Und der zweite war dann schon viel, viel echter und viel, viel ehrlicher, meiner Meinung nach auch. Und deswegen freue ich mich jetzt auf viele Gen. Und ja, ich möchte jetzt nicht länger weiter rumsülzen. Das war das letzte Buch für dieses Video. Und damit wären wir auch am Ende meines Unpackings. Ja, ich hoffe, euch hat mein kleines Unpacking ein bisschen gefallen und ansonsten wisst ihr Bescheid, ne, wenn es in nächster Zeit nicht ganz viele Videos gibt. Wenn ihr jetzt den Grund noch nicht wisst, dann schaut auf jeden Fall nochmal in mein Video von Dienstag rein, in meinen kleinen Vlog, da erkläre ich näheres und ja. Ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!